Ulf Wendling. Ich bin der Thomas Feiersinger. Gemeinsam sind wir die Golfsportakademie. Und wir haben wieder ein paar Tipps für euch. Wir stehen jetzt hier bei einem 45 bis 50 Meter Bunkerschlag. Einer der schwierigsten Golfschläge, die es gibt, wenn nicht der schwierigste sogar. Aber durch eine einfache Entscheidung, die man vielleicht in der Schlägerwahl trifft, wird dieser Schlag sehr, sehr viel leichter. Und zudem wird der Ulf euch jetzt ein bisschen was erklären. Also der größte Fehler, was gemacht wird bei den langen Bunkerschlägen, ist die Schlägerwahl. Meistens nimmt man Sandwich oder ein Lobwedge her und muss eine relativ große Bewegung machen und den Ball ziemlich genau treffen, dass der dorthin fliegt. Man kann zum Beispiel ein 9-Eisen nehmen, was ich jetzt hier habe, die gleiche Bewegung machen wie beim kurzen Bunkerschlag und der Ball fliegt einfach weiter und rollt noch etwas zur Fahne. Ich zeige euch das einmal. Ballposition nehmen wir ein bisschen links von der Mitte. Handposition bleibt in der Mitte, also neutral, also sind die Hände leicht hinter dem Ball. Schlägerblatt ist auch Richtung Ziel und Stand auch Richtung Ziel. Viel Spaß beim Üben!